Himmlisch. Natürlich. Und jetzt toppen. Und plötzlich war Finsternis. Top, der Pickel quillt. Oh, seid ihr ekelhaft? Bist du ekelhaft? Ich darf ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ich will ja nicht alle über einen eitrigen Kamm scheren. Ne? Ich würde ich auch nicht mehr tun an der Stelle. Definitiv nicht. Oh, ja, wenn du so einen Pickel an der Hautansatz hast, weißt du. Muss das sein? Womit habe ich das so verdient? Wenn man denkt, der Spiegel ist ungespuckt irgendwie, ja, oder schlecht. Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt dann irgendwie die Minecraft-WG daher. Also die ersten 7 Folgen heißen Crystal, die nächsten 7 heißen eklige. Na egal. Was ist denn daran eklig, Alter? Versperrt ihr euch vor der Realität? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich versperr dich gleich mal vor der Realität. Los? Was? Los? Nee. Da hättest du früher aufstehen müssen, mein Freund. Zeig mir die Realität, hä? Die Realität ist kein Ponyhof. Das willst du doch nur. Meine Realität ist ein Ponyhof. Das glaube ich allerdings. Pony, ganz Pony. Stark. Ich glaube das irgendwie auch. Aber mit Aldi-Tüten im Zug. Definitiv. Defi. Ach, da, ja. Wir haben uns jetzt für Kaisers entschieden. Kaisers? Die mit der Teekanne oder was? Ja. Ich dachte, die wäre insolvent. Egal. Also die Teekanne ist insolvent. Ich dachte, die Teekanne sei insolvent. Ach ja, Mensch. Ja, was denn? Die Geschäftsführung ist hohl. Und hat einen langen Hals. Und kocht öfter mal über. Dementsprechend. Jetzt wird es langsam schlecht. Ja, du machst ja nicht mehr mit. Kann ich was dafür? Gib mir doch mal Vorlagen, bitte, wenn wir so machen. Ich möchte bitte gehen. Ich möchte nicht mehr Teil dieser Minecraft-WG sein. Tschüss. Bitteschön, Raza. Ich habe den Vertrag erwähnt. Quatsch, eingehalten. Jetzt reingehalten. Jetzt Bonus. Reingehalten. Nee. Ich will meinen Alter. Bonus haben. Geht's noch hier? Seid nett zu mir. Ich bin eure Fee. Oh. Nein, haben wir 3 Wünsche frei? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schön. Der erste Wunsch muss immer mehr sein, mehr Wünsche kriegen zu wollen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Das geht nicht. Das ist Genie-Regel. Das geht nicht. Boys, 3 Wünsche reichen vollkommen aus. Was ich hier machen soll. Sieht alles so scheiße aus. Ich weiß ja nicht mal, ab welcher Höhe. Ich weiß nicht mal, ab welcher Höhe. Das wäre ganz einfach. Unsterblichkeit bei ewiger Gesundheit, solange ich es will, wäre der erste Wunsch. Andersrum wollte ich. Unsterblichkeit bei ewiger Gesundheit. Ich glaube, das ist hier noch. Solange ich es will, das ist wichtig. Mit so viel Geld im Körper. Ich werde hier auf der oben. Ja, das war das nächste. Danach kommt so alles besitzen, was es gibt. Und obendrauf ist erst. Du möchtest Kirche sein? Genau, ich möchte Kirche sein. Du möchtest Kirche sein. Irgendwas mit Unterboden ist gerade gestanden. Unterbodenwäsche meinte ich nicht. Ich meinte jetzt. Und das letzte wäre freier Wille und. So eine taube Genie. Egal. Was? Du willst eine Unterbodenbeleuchtung oder eine Unterbodenwäsche? Okay, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eine Frau in Unterwäsche. Ja. Wie wäre es denn mit einer Frau in Unterwäsche mit Unterbodenbeleuchtung? Das wäre aber nett. Das sind aber 3 Wünsche auf einmal. So eine Art Kinderüberraschung, weißt du? Ich glaube, es haben schon alle abgeschaltet. Heute haben schon alle abgeschaltet hier. Ich kann es verstehen, das Niveau ist einfach göttlich. Kinder, geht, solange ihr noch könnt, ey. Nein, bleibt hier, ihr verpasst uns was. Und alle Erwachsenen dürfen noch bleiben. Lauf, Kinder, lauf. Und so, denk, was das Niveau ist jetzt? So schlecht. Was ich möchte... Also ich habe ja vorgestellt, an der linken und auf der rechten Seite so ein bisschen LED-Beleuchtung hier links und rechts. möglichst den wechselnden Farben. Juhu! Das ist keine LED, das ist eine LSD-Beleuchtung. Aber da hast du das verstanden. Eine LSD-Beleuchtung. So. Viele bunte Farben. Ich hätte jetzt hier an der Oberkante. Unterlippe. Und, an der Oberkante, so, Unterlippe hätte ich jetzt gerne nochmal eine Unterkante Oberlippe gemacht. Du wolltest die Tasche auch noch zum Unterdeck machen, ne? Ja. Zum Unterdeck. Du hast das korrekt das verstanden. Das Unter- und das Überdeck. Okay. Ich denke, das wäre sinnvoller, oder? Unter was auch immer, ja. Ich denke, das wäre sinnvoller. Ja. Andere Frage. Was für ein Holz soll ich denn jetzt abbauen? Ein anderes. Ein schönes. Am besten den Kopf von Russa. Olivenholz ist schön. Ja. Ein Holzkopf von Russa. Okay, damit ich die... Ja? Da. Russa, du kriegst Besuch. Wieso? Ich befreie jemanden von deinen Altlasten. Was? Hilfe? Kommt der Zwegert vorbei? Was macht er jetzt? Also wenn der Zwegert sich mit Sperrholz auskennt, ja. Oder mit Holzwürmern, eins von beiden.
der Peter. Lustig. So, ja, gucken wir mal, oder? Ich würde sagen, den Kopf von Ruther stellen wir uns dann oben einfach direkt als Lenkrad irgendwie. Als Ruder, meine ich. Nee, wir können ihn doch dann hier als Galionsfigur benutzen. Als Witzfigur vielleicht. Als Witzfigur wäre, glaube ich, sinnvoll. Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Ich will noch nicht sterben. So, wir haben ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich habe noch 3 Netherwarzen hier. Für den Kopf von Ruther. 3 Netherwarzen für den Kopf von Ruther. Alter, ist allein schon Motivation genug, das zu machen. Da braucht man keine 3 Warzen. Bäh. Sind die eitrig und platzen gleich, oder? Ja. Sollen wir mal ausprobieren? Hat jemand einen Spiegel? Moment. Get... Drei Eiterbeulen für Ruther. Wie hieß der eine Film nochmal? Der hieß doch so ähnlich. der hieß doch so ähnlich, ist gut. Was denn? Du meinst 3 Engel für Charlie? Nein. Der Nein, hieß genauso. Irgendwas anderes. Irgendwas mit Bud Spencer, glaube ich. Ach, war das 3 dieses Trio? Und dann Halleluja? Genau, ja. 3 Fäuste und Halleluja. Dann eben 3 Eiterbeulen und ein Ruther-Luja. Oder so. Was habt ihr heute alle geraucht? Was? Nichts? Nix. Wir haben Quizduell gespielt. Nix. 5 Stunden Wasser. Deutsche Bahn. Ja. Genau das ist das Problem. Wir haben alle nichts geraucht. Wir sind so, das ist das Problem. Ich bin auch gut, mein Handy holen, nehmen, um wieder normal zu werden. Ach, muss ich gar nicht, mein Handy. Ja, das macht der Staat doch auch jeden Tag. Nur, dass der nicht mehr normal wird. Was die rauchen im Bundestag, kann er keiner mehr ahnen. Das ist ja der Wahnsinn. Mit den Scheiß, den die da fabrizieren, manchmal. Aber wahrscheinlich, ist ein Thema, was wahrscheinlich rauchen die den ganzen Tag Crack. Also. Nicht gut. Echt jetzt? So wie die meisten davon aussehen. Du kennst doch Crack nur aus dem Fernsehen, weil du Breaking Bad gesehen hast. Nee, Vorher war die Crack noch nie ein Begriff gewesen. Jungspund. Leider kenne ich das, Ja, genau. Durch Bekannte ein bisschen näher. Oh. Das ist Crack? Und verdienen die gut? Nee, der ist gerade krepiert. Nein! Da hab ich ein tolles Fettnäpfchen dabei. Ja, aber ich sehe gerade, ah, scheiß drauf. Ist nicht so schlimm, er ist selber schuld. Das ist auch... War ein guter Freund, ne? Ja, ging eigentlich. Scheiß drauf, selber schuld. Das sind die besten Freunde. Ist halt so. Wie soll man das anders sagen? Ja, hast ja recht. Prinzipiell kannst du es nicht anders sagen. Du kannst ja, du hättest die Grabrede halten sollen. Ja. Scheiß drauf, selber schuld. Wenn das ja. Macht, wo ist jetzt der Neue Dieter können sich sofort bei mir melden. In Gedenken an ihn werden wir nochmal ganz kurz die Crackpfeife rausholen und dann geht's los. Zack! Einen letzten Zug auf unseren alten Freund. Er war nett, aber er war selber schuld. Ja, doch, er war nett. Ja, noch. Ist nun mal so. Er hat auch gern geteilt. Brüderlich. Alter, du bist schon ein heftiger Freund. Dich will ich nicht als Freund haben wollen. Ich meine, ganz ehrlich, wer dich kennt, der muss Crack rauchen. Und dann lästerst du auch noch über eine. Das ist der Wahnsinn. Ja? Du schenkst einem einen Dolch und zeigst, wie es geht. Und dann lachst du. Dann lachst du. Ich lache immer. Es wird doch schön von Rammstein hier irgendwie, ja, so ein Lied gespielt. Spring! Es gibt kaum eine Phase, wo ich nicht lache. Nur auf Klo wahrscheinlich nicht, oder? Und dann steht unten so ein Kinderchor. Spring, spring, spring! Komm raus! Komm! Mann, komm raus! Ja! Abgeseilt! Was ist das denn hier? Na, das waren die Drogenbeutel, die schon du fertig hast. Zack. Ah, können wir jetzt endlich mal wieder vernünftige Themen anschneiden? Nein! Ja, langweilig. Mein Weg kann weiter bei dem bleiben, mir ist das egal. Pass auf, das ist so ganz einfach. Warte. Zug mal einen Hebel da vorne. Ja, hier vorne den Hebel drücken, okay. Wir müssen erst den Nippel durch die Masche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Siehst du? Scheiße, ich brauche einen Pfeil und da drücken sie dann drauf. Das wollte ich gerade tun, da schlug ich auf. Jetzt denk mal drüber nach, siehst du? Ist mir gerade so gekommen, die Idee. Gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ist geil, ne? Ja, das kommt davon, wenn man seinen Kopf frei hat. Mit Piraten rede ich gar nicht mehr, weißt du? Ist vielleicht auch besser so. Ruther hat die besten Ideen, wenn er Quizduell verloren hat. Ich habe gar nicht verloren, wir haben unentschieden gerade.
unentschieden gegen Walls? Ach komm, gibst du, das ist für dich wie verloren. Das kratzt ja, an deinem Ego, Mann. Warte mal, du hast verloren und unentschieden gegen sie gespielt? Ja, als nächstes gewinne ich, aber ich habe schon scheiße angefangen. Ach Quatsch. Also ich meine ganz ehrlich, das mit dem Rahmen hätte man nicht wissen müssen. Als Fachinformatiker. Was? Das geht gar nicht. Also. Kannst du nicht. Ich hätte sogar meine Kommilitonen. Ich wusste es ja auch! Weißt du mal, wie viele Fragen ich habe? Falls du das siehst, das war nicht so gemeint. Ich wollte genau da drauf drücken. Ich wollte diese Antwort drücken, aber ich hab's nicht getan. Ja, du wusstest es einfach. Nein, ich wollte. Ich hab vorhin noch bei dir, weil deine Antwort, die du hattest, Read Only Memory gesagt, du Armster. Und dann weiß ich nicht, was. Ja, ist klar. Rom. Aber Voice war auch nicht besser. Sie hat nur das Rom richtig, alle anderen beiden waren falsch. Nur mal um so zu sagen, ne? Nee, hier. So. Weißt du, ganz ehrlich, wenn man bei schwierigen Fragen ein Problem hat, verstehe ich's. Die anderen beiden waren auch einfach. Wenn man bei so Luschi-Fragen, ganz ehrlich, so dieses A und O, so verkackt wie du, ist schon krass. Wie heißt der Rather Moon denn? Heißt der Rather Moon? Rather Moon LP. Es gibt nur einen Rather Moon und nicht Rather Moon LP. Was? Ob ich den ganzen Namen suchen sollte. Schreibt man LP dann groß, ne? Machen wir mal ja. So, suchen. Da ist er. Plus Freund. Ja, ich bin der Spielpirat 2014, ja? Nur so. Okay. Ernsthaft, wo ist mein Glaube und Religion so verkackt? Glaube und Religion, ich hasse diese Rubrik. Pirat, ich hab wohl. Der Spielpirat 2014. Okay. Ja, du musst 2014 noch angeben. Keine Treffer. Warum? War der andere schon vergeben? Also Voice hat mich sofort gefunden. Ich habe nicht gelesen, dass wenn ich den nicht personalisiere, dass wenn ich den verlasse, also einen Namen wechsle, dann, weißt du, habe ich ein Problem, weil dann kannst du den Namen nicht mehr benutzen. Du Bling, Freund. Aber ich finde dich nicht. Ich habe hier Spielpirat 2014. Der Spielpirat. Ach, der Spielpirat. Ja, heißt du Fee oder die Fee? Heißt Fee. Ja, da weiß man nicht, wer du bist. Wenn man von dir redet, redet man immer von der Fee, die Fee, das... Die da Fee. Ist er! Gut gerettet, auch noch gut gerettet. Jetzt ja, mit oder? Dem Spielpiraten. Haare wie ein Wookie. Zum ersten Mal hat Fee gesagt, sie ist mit mir befreundet. Ich bin so glücklich. Ey, du siehst fast aus wie... Der Avatar sieht fast aus wie deiner Chef. Ja, ist voll ja auch ein cooler Typ. Ah, ist klar, du bist... Weißt du was? Weißt du was? Niemand mag Schleimer. Niemand mag Schleimer. Schmunzel dir vorher nicht zu einem DL raus. Ja, ich nehme mal an. Aber nicht. Es tut mir leid, dass das schleimend wirkte. Ich wollte meiner Freundin einen reinwürgen. Das hat nichts mit Schleim. Blöd ist, ich kann leider nicht. Okay. Du wolltest deiner Freundin einen reinwürgen. Du bist schon immer sympathisch. Und das erwähnst du in der Minecraft-WG, ja? Deiner Freundin einen reinwürgen. Meine natürlich, er geht ohne 6 ins Bett, also 6 Gläser Cola. Ja, klar. Warum sollte er auch? Man kann schwere Fehler machen in der Minecraft. Ihr seid so hässliche Scheißkerle, ne? Ihr seid so beschissen. Ja, ich will ja auch keinen reinwürgen. Was wollen die Scheiße hier? Ich glaube, unser Grab wird gleich alle 2 Meter tiefer. Ist kein Problem. Ich glaube, ich muss noch ein 4. Grab ausheben für Bastian. Ich glaube, sie wird irgendwann unter meinem Grab ein Portal machen, damit ich direkt in die Hölle falle. Ah, das ist eine gute Idee. Wer hat von meinem Kuchen gegessen? Ich. Ah, oh, scheiße, Voice, das ist gemein. Ich auch? Ach so, Voice darf das. Zeugen der Zeit? Oh, ja, das ist ja schrecklich. Ja, aber ich hab's fast richtig. Fast heißt, du warst nur knapp 3-mal daneben, oder was? Ich hab 2 richtig von 3. Richtig aber geraten? Aber eine Frage hat mich gerettet, dass ich in letzter Zeit so viele Dokus über Napoleon geguckt habe. Napoleon konnte nämlich gar nicht reiten. Der hat sich immer nur auf Pferden malen lassen. Aber eigentlich konnte er gar nicht gerade drauf sitzen. War zu klein? Ich bin auch klein und ich kann reiten. Der hat sich auch einen reinwürgen lassen, ja. Vom Pferd. Jetzt kann ich noch nicht mal bei Dings, bei Quizduell meine Lieblingsrubrik nehmen, Computerspiele, weil da habe ich keinen Vorteil. Was ist Goofy, um sich einen Superhelden zu wandeln? What the fuck? Ja, los. Weißt du das nicht? Nein, natürlich nicht. Also das erwarte ich jetzt schon von dir. Sag nicht, Voice muss es gleich auch beantworten. Das ist doch die Karotte. Ach du Scheiße, wo kann ich aufgeben? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, Minecraft WG heute ein bisschen anders. Ja, muss auch mal sein. Die Quiz-WG heute mal. Heute Quiz-WG, Alter.
Starten wir mal die Runde gegen Schmunzelfee. Wollen wir mal gucken, was wir da wenigstens reißen können.